Hallo und herzlich willkommen zum letzten Spiel des 25. Spieltags hier bei der Preview. Und wir haben das Spiel Köln gegen Hertha. Ja, es ist wieder ein Spiel, wo beide Mannschaften relativ gleich gut sind. Und ich habe das Vergnügen, mit Hertha zu spielen, da sie ja die Auswärtsmannschaft sind. Und mit Hertha kann ich eigentlich gar nicht so schlecht spielen. Köln ist allerdings sehr stark. Wir müssen mal gucken, was sie in der Aufstellung haben. So für Brocken, ich denke mal Modest spielt auf jeden Fall. Ja, und was kann man von diesem Spiel, wie gesagt, erwarten? Ist halt schon, denke ich mal, relativ ausgeglichen. Hertha ist auch jetzt ein bisschen stärker als Heim zurzeit. Und ja, hier haben wir schon die Aufstellung. Also ich spiele mit zwei Stürmern, wie man sieht. Rudnevs und Modest, dahinter Bittencourt, Zoller. Hector spielt im Mittelfeld. Neben Lehmann und dann Rausch, Heinz, Baro, Risse. Hinten ist aus dem Horn drin. So, und meine Aufstellung ist so: Ich habe ein 4-3-2-1. Vorne Bisevic natürlich, Kalu, Beiser, dann Duda, Darida, Haraguchi. Stocker und Ronner, die sind noch auf der Bank. Hinten Brooks natürlich. Und ja, wenn euch das Video gefällt, könnt ihr gerne einen Daumen hoch lassen. Und schreibt mal selber in die Kommentare, wie denkt ihr, wie geht's aus? Im wahren Spiel, in der wahren Realität. Ja. Und dann viel Spaß mit den Highlights hier. Hertha will hier direkt nach vorne spielen. Mit Plattenhardt. Oh, super Pass auf Duda. Aber der verliert leider den Ball im 16er. Wir haben kleinen Sprung gemacht. 16. Minute. Aber Hertha macht trotzdem mehr. Und Ibisevic schießt, aber der Block, aber der Schuss wird abgeblockt. Und somit gibt es Ecke. Aus dieser Ecke ist nichts geworden und wir springen einfach mal in die 23. Minute zu diesem harten Einstieg von Brooks. Dafür kriegt er auch ganz normal gelb. Da ist er schon böse reingegangen, vor allem zwar auf der Mittellinie. Das heißt, keine Gefahrenzone eigentlich gegen Rausch, glaube ich, was. So, Rausch ist hier auch im Angriff gerade. Modest und knapp drüber. Da war Köln mit der ersten Chance in der 28. Minute. Mit Modest hier. Jahrstein wäre allerdings auch da gewesen. So, 42. Minute. Rudnevs auf Lehmann. Lehmann auf Zoller. Rudnevs, Modest, oh, der Ball gehört rein, nein, tut er nicht, Brooks an die Latte, Jahrstein, Brooks, spielen sich gegenseitig an, Bittencourt, nochmal Pfosten, und Modest, und Darida kann jetzt nach 14 Schüssen, innerhalb von einer Sekunde, das Spiel beruhigen. Alter, da hätte Köln hier locker mal ein Tor haben können, spätestens bei dem Schuss von Brooks an die eigene Latte. Eieiei, Modeste auch nochmal an den Pfosten. Riesenchance zum 1-0 hier für Köln. Kurz heute Pause. Jetzt ist Pausenpfiff. Es werden sich erstmal alle beruhigen. Und dann sehen wir uns in der zweiten Halbzeit wieder. Da ist auch schon die zweite Halbzeit. Mit Darida und Duda nicht mehr dabei. Stocker und Baumjohann dafür da drin in der Formation. Und es wird offensiver, denn Stocker ist schon fast ein Stürmer. Und hat ja hier auch bei uns schon ein paar Tore geschossen. Mal sehen, ob es ihm diesmal auch wieder gelingt. Und ja, wenn man sich nochmal überlegt, diese Chance. Es könnte hier eigentlich jetzt schon 1-0 für Köln stehen. Aber Hertha hat es irgendwie geschafft, das noch zu klären. Brooks ist übrigens drin geblieben erstmal, obwohl er eine gelbe Karte hat. Aber ja, so ist es halt. So, Köln kommt jetzt hier mal. Lehmann. Lehmann, Modest ist komplett frei und dann macht er so einen Schuss. Eieiei. Da hätte Modest auch mehr draus machen können. Oh, schöner Pass auf Stocker. Stocker, Stocker. Auf Weiser, da Kolu nochmal. Aber das haben sie zu kompliziert gespielt. Da hätte Stocker schon selber schießen müssen, denke ich mal. Hier, da hätte er selber reinschießen müssen. Wollte nochmal auf Weiser geben, hat auch gemacht. Der konnte sich nicht durchsetzen und Kalu schießt dann aus diesem Winkel. Und es war relativ klar, dass es nichts wird. So, 64. Minute. Das nächste Foul durch Stocker. Kriegt er da auch Geld dafür?
Das wär, würde eigentlich nicht abgepfiffen werden, aber nee, anscheinend bleibt es so. Hier können wir es nochmal sehen, wie brutal es war. Ja, nicht so brutal eigentlich. So, Weiser geht raus, Ronny kommt rein und Ronny wird ausgepfiffen. Warum denn das? In der 79. Minute kommt nochmal richtig Torgefahr bei der Hertha aufs Spielfeld. Hatte erst vor 2-3 Spielen Ronny einen Doppelpack gemacht. So, 87. Minute. Beckerik. Plattenhardt schießt, aber der ging ja relativ deutlich am Tor vorbei. Vielleicht einen Meter. Da war auch, glaube ich, keiner mehr dran. Nee, war keiner mehr dran. Ja, und somit bleibt es wieder zu 0 zu 0. 89. Minute. Ronny kommt jetzt. Ronny auf Haraguchi. Ronny. Kalou schießt. Und Tor und klärt. Zur Ecke nochmal. Was für eine Parade nochmal in der 90. Minute. Okay, war auch zu zentral von Kalou geschossen. So, Kalou mit der Flanke. Pekarik auf Stocker. Stocker schießt. Stocker trifft in der Nachspielzeit der 90. Minute. Kriegen jetzt die Herthaner auch mal das Glück, was sie gegen Bayern im Pech hatten, dass sie in der Nachspielzeit noch das Tor kassieren. Hier kassieren sie kein Tor, sondern sie schießen selber eins durch Stocker. Der zieht einfach mal ab. Und hat es tatsächlich wieder geschafft, als Joker von der Bank hier ein Tor zu schießen. Müssen wir mal gucken, welches Tor das jetzt war, das wievielte. Auf jeden Fall führt hier Hertha und ich denke mal, damit ist das Spiel auch durch. Das siebte Tor von Stocker ist es schon. Da hat er bestimmt die Hälfte davon von der Bank aus gemacht. Und ja, mal sehen, was jetzt Köln noch machen kann, wenn überhaupt. Sie stoßen an. Aber der Schiri pfeift ab. Was für eine Schlussphase hier. Hertha hatte so riesen Chancen gehabt und sie wurden doch tatsächlich in der 94. Minute damit belohnt mit dem 1-0 von Stocker. Erste Halbzeit sah gar nicht so aus, dass es nochmal so turbulent wird, aber zweite Halbzeit wollten beide Teams hier das Tor machen. Und am Ende hat es halt Stocker mit Hertha BSC Berlin gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, mir auf jeden Fall, dann lasst gerne einen Daumen hoch da, den Kanal noch abonnieren und ja, also in echt denke ich mal, könnte es sogar auch so ausgehen. Köln ist zurzeit nicht so gut drauf und Hertha hat ja schließlich erst vor kurzem Dortmund besiegt. Wenn ihr euch noch nicht genug habt jetzt von diesem Video, könnt ihr natürlich auch gerne nochmal die anderen Videos hier da angucken. Da war nämlich das Karrierevideo noch dabei. Außerdem auch noch die Playlists, falls ihr irgendeine Preview von diesem Spieltag verpasst haben solltet. Ja, und dann sage ich schon, ciao, bis zum nächsten Video.